der Grüne hat mich jetzt etwas überrascht, dass in dem ersten Auto ein junger Mann eine junge Frau sitzen soll. Ich habe hier auf meiner Liste Thea Heim, nämlich dieses Auto soll den Titel tragen, ganz schnellen Frauen, wenigstens eine scheint wohl dabei zu sein. Ich habe hier zu Thea Heim den ersten Platz der deutschen Meisterschaft über 1500 Meter in der U23, das war 2013. Und jetzt weiß ich nicht, ob auch Jana Reichert noch da drin sitzt. Wolfgang, ich übernehme einfach, also mit Auto sitzt Jana Reichert, hier aus Langensteinbach, Lokalmarathonin, Teilnehmerin der U18 WM in Kolumbien letztes Jahr. Auf die Siegertribüne bitte, auf die Siegertribüne. Dort ganz unglücklich im Halbfinale gestürzt, eine der großen 800 Meter Hoffnungen in Deutschland. Jana Reichert, und neben mir ein ganz bekannter, auch ein schneller Mann. Heimmeisterschaft in Leipzig, Christoph Kessler, herzlich willkommen! Euch beiden wünschen wir ein tolles Rennen nachher, der Herr Oehler hat jede Menge Geschenke von euch. Unter anderem ist eines der Geschenke ein Poloshirt vom Indoor-Meeting mit der großen Bitte an alle, die hier sind, Dampf zu machen, dass das Indoor-Meeting in Karlsruhe bleibt. Also bitte immer wieder dran denken. Jetzt kommt das Auto von Ford Wolf am Steuer. Der Chef von Ford Wolf, einer unserer Sponsoren, Stefan Wolf. Und da sitzen drin Sören Ludolf, Olympiateilnehmer in London 2012. Achtfacher deutscher Meister. Bestleistung 1,44,80. Dann sitzt da drin Sebastian Körner. Einer meiner Top-Favoriten heute fürs 800 Meter. Super in Form, Halbfinalist bei den Europameisterschaften 2012 in Helsinki mit einer Bestleistung über 1500 Meter von 3,36. Und dann haben wir dann noch den Jan Riedel, wenn ich es richtig sehe. Alles ein bisschen durcheinander, aber zum Glück kennen wir uns ja ein bisschen. Jan Riedel, amtierender deutscher Meister in Leipzig in der Halle dieses Jahr 2016. Ist das super durchgewitscht. Das war völlig in Ordnung, so macht man es. Herzlich willkommen, Jan Riedel! Vielleicht für alle als kleiner Antipappen, der Ala auf 800 Meter ist eigentlich ein Finale der deutschen Meisterschaft hier in Karlsruhe. Wir haben absolut starke Läufer, ich bin total gespannt, wie das ausgeht. Jetzt müsst ihr wieder ein Hochzeitsflitzer um die Ecke kommen. Und in dem Hochzeitsflitzer sitzen zwei Pfälzer. Wir haben jede Menge Pfälzer hier. Die Dame, die da drin sitzt, heißt Tanja Griesbaum. Kommt aus Mülheim, ist deutsche Meisterin im Berglauf und fünfte bei den aktuellen deutschen 10.000 Meter Meisterschaften geworden. Herzlich willkommen, Tanja Griesbaum. Und ganz dickes Willkommen an den U20 Europameister aus dem Jahr 2013. Der ist so groß, dass er gar nicht aussteigen kann aus dem Hochzeitsflitzer. Herzlich willkommen, Patrick Zucker. Auch jetzt hat er noch die Tür auf die Nase. Bin auf Sie verlässt. Patrick Zucker hat Bestleistung über 800 Meter. Willkommen zum Fettsack!
glaube, ihr kriegt ordentlich auf die Ohren von den erfahrenen Männern und Männerinnen. Viel Spaß, wenn mal ordentlich die Ellbogen jetzt kommen. Wir sind sehr gespannt, wie die zwei Jungspunde sich verkaufen nachher beim 8-Kilometer-Rennen. Da kommt der nächste Frontläufer und da kommen zwei richtig coole Typen. Der eine mittlerweile in München, aber eigentlich eingefleischter Baden-Württemberger. Und der andere auf dem Schwabe, Lukas Eisele und Clemens Fleischstein. Dazu sagen, Clemens macht heute was ganz Tolles und auch das zeigt, was für ein feiner Kerl er ist. Er wird zuerst die 1500 Meter laufen und zwar voll und dann zwei Stunden später das 5000 Meter Rennen pacen. Also eine ganz feine Sache. Lukas, bleib kurz stehen. Lukas Eisele, eines der großen Langstrecken-Nachwuchstalente. Erster Platz bei den Cross-Meisterschaften, dritter Platz bei den 3000-Meter-Meisterschaften, Teilnehmer bei der Cross-Europameisterschaft. Und heute versucht er was, was total schwer ist, weil die Normen beim DLV immer noch sehr, sehr hoch sind. Aber er versucht die 20-WM-Norm über 5000 zu knacken, die allerdings bei 14.10 liegt. Lukas, viel, viel Erfolg. Wir werden dich pushen. So, das nächste Auto kommt dann gefahren. Ja, er hat sich einen kleinen Fehler hat er gemacht. Er hat sich nach 400 Metern überholen lassen. Und da kommt der Hochzeitsblitzer. Und der Hochzeitsblitzer kommt mit einer Frau aus Äthiopien, deren Namen so unaussprechbar ist, dass ich mich jetzt nicht traue. Aber sie hat eine tolle Bestleistung im Halbmarathon. Und wird heute mit Melina Trenkle, die nebendran steht, unserer Lokalmarathonin, versuchen, über 5000 Meter möglichst nah an die 16 Minuten zu kommen. Herzlich willkommen, die Dame aus Äthiopien. Und herzlich willkommen, Melina Trenkle. Kommt bitte zur Siegerjahrestribüne. Weil wir heute ein Spiel haben, vielleicht eine kleine Sache noch. Und da ist, glaube ich, ein donnernder Applaus sicherlich erlaubt. Die einzige hier heute, die schon die Norm für die Europameisterschaft in Amsterdam hat, ist ausgerechnet eine Karlsruherin. Melina Trenkle hat sich nämlich im Halbmarathon mit ihrer tollen Zeit von 1:13:44 und mit der Bestätigung jetzt bei den deutschen Meisterschaften für Amsterdam qualifiziert. Das heißt, am 10. Juli den Fernseher einschalten oder noch besser, am 10. Juli einfach mal kurz nach Amsterdam fahren. Startzeit ist, glaube ich, um 10:30 Uhr oder sowas. Dann können wir die Melina vor Ort pushen. Ansonsten vor dem Fernseher. Melina, wir sind sehr, sehr stolz auf dich. Freuen uns, dass du zur EM fährst. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen LG-Athleten, der es auch noch schafft. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß heute bei den 5000. So, den kenne ich zum Glück, den sehe ich sehr oft. Der trainiert nämlich 10 bis 12 Mal die Woche. Unser Langstreckenarzt, Yannick Abogast. Europameisterschaftsteilnehmer 2014 und 2015 im Crosslauf. Vizemeister Deutsche Meisterschaft 10.000 Meter und deutscher Vizemeister im Crosslauf. Ein absolut toller Typ, der übrigens auch, und das sei auch an dieser Stelle gesagt, ganz zentral zur Organisation dieser langen Lauf-Nacht beigetragen hat. Das macht er nebenbei dann noch. Vielen Dank, Janik, für all deine Mühe und viel Glück über 5000 Meter. So, jetzt kommen unsere Schweizer Gäste zum Schluss mit der Schweizer Fahne. Wir freuen uns sehr, dass so viele aus der Schweiz zu uns gekommen sind. Die jagen auch ihre eigenen Normen. Hier sehen Sie Andreas Kempf, der steckt in der Vorbereitung auf die Halbmarathon-Europameisterschaft. Hat sie auch schon qualifiziert, so wie die Melina. Ist Zweiter bei den Schweizer Meisterschaften über 5000 Meter und war bei der Team-EM